Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Deponia The Complete Journey. Letztes Mal haben wir noch nichts bei diesem interessanten Schnabeltier-Restaurant bestellt. Das werden wir jetzt nachholen, denn wir wollen ja versuchen, an einen Glückskeks zu bekommen, in dem hoffentlich ein Probemitgliedsausweis für den Schnabeltier-Club drin ist. Der gehört zu diesem netten Schnabeltier-Trapper hier drüben. So, ich denke, wir bedienen mal die Klingel, um den netten Menschen zu holen, der da unten im Keller immer mit seinem dämonischen Anführer spricht. Einen Augenblick, bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Oh, was hatten wir denn? Ich würde gerne etwas... Oh ja, richtig, wir konnten auch was reservieren. Ah, was nehmen wir denn da? Was habe ich denn letztes Mal gemacht? Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Herr Flash, nach der Abendkarte, was sage ich Ihnen denn jetzt? Presto minem, ponitur, olos veritur. Verstehe. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Die armen Schnabeltierchen. Okay, wir könnten einen Tisch für zwei Personen... Ah, unsere liebe Goal, die ja von der Idee nicht begeistert war, dass wir sie zu einem romantischen Essen mit vergammelten Erdnüssen einladen wollten. Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen reserviert. Für zwei? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Ordo nominem, hasur modena. Vorbestellung. Oh, na, dann sag ich Ihnen das so. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Und Opfer. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Schade, schade. Aber ich finde es übrigens sehr witzig, wie der Herr der Finsternis, dieser Dämon, den er scheinbar im Keller hat, immer mal wieder so gut verständliche deutsche Wörter einstreut. Vorbestellung, lateinisches Gemurmel. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Ja, das schreit jetzt wieder nach Minispielchen. Ich glaube, die Anleitung habe ich ja schon mal vorgelesen. Habe ich sie vorgelesen? Ja, ich glaube, ich habe sie vorgelesen. Das wird jetzt echt witzig. Okay, wir nehmen erstmal das Menü hier. Ich kann jetzt Sachen austauschen. Ich könnte zum Beispiel das hier tauschen, ich könnte ihn groß machen. Und statt dem könnte ich jetzt, Ich habe leider keine echte Ahnung, das müssen wir schon 4 zahlen. Könnte ich das zu dem tauschen? Ja, das könnte ich. Mir sehr leid, dass ich echt so überhaupt keine Ahnung habe von diesen Dingen. So, kann ich das zu irgendwas ändern? Ah, ich kann die Größe ändern. Und das könnte ich dann doch wiederum zu einem Burger ändern. Und den Burger könnte ich klein machen. Den kleinen Burger kann ich Getränke eigentlich auch weglassen? Ah ja, jetzt verstehe ich das. Okay, ich glaube, das ist gar nicht so schwierig. Ich ändere das in ein Getränk und ich ändere das in ein Getränk und ich ändere das hier noch in ein Getränk. Und dann verzichte ich einfach auf die Getränke. So. Und bestelle ich das? Wieso muss ich dafür zahlen, wenn gar nichts auf meinem Teller ist? Aber ich wollte doch... Oh, schade. Na gut. Wir verlassen das erstmal. Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Naja, haben Sie überhaupt genug Geld dabei? Ich meine, so wie Sie rumlaufen? Nein, stimmt. Sorry, mein Fehler. Ah, zu schade. Ja, ich dachte, wenn wir gar nichts mehr drauf haben, dann kriegen wir vielleicht einen Glückskeks gratis. Aber sieht so aus, als bräuchten wir vorher noch immer... ein bisschen Geld zumindest. So, hier oben, da kamen wir ans Fenster und das Ei will er nicht mitnehmen. Aber wir haben noch was, was wir uns angucken können. Das
Das war ja nur das eine Fragezeichen, was wir noch nicht erforscht hatten. Das ist die Schnupfennase, der wir letztes Mal die Erdnüsse unter die Nase geschoben haben. Richtig, wir haben einen Spaten. Kann ich da eben damit rumwühlen, hier in einem Kübel voll Erde? Geht das? Darf ich das bitte tun? Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Wenn ich den Eimer nehme für die Erde? Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Das schau an. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit machen können, aber für irgendwas werden wir es schon brauchen. Ja, ihr erinnert euch, hier ging es nämlich auch noch hinein. Und, Glatzmatz sprechen wir lieber nicht an, der befördert uns immer mit einem Tritt hinaus. Also auf in das andere Häuschen, das wir noch nicht kennen. Boah, was für ein Schuppen. Edel. Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem 8. Geburtstag. Damals hat mich mein Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagull. Ich. Die Schuhe, Rufus. Oh, Entschuldigung, Sir. Oh, Familientreffen. Warte mal, sollte der nicht weg sein? Wieso ist der... Wow, Dad! Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt. Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus. Ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt. Und dann geh wieder spielen, okay? Hallo, du hast deinen Sohn, als er ein kleines Kind war, allein gelassen? Und jetzt ist er total der egomanische... Psychopath? Na gut, Psychopath ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Aber definitiv hat er Probleme, weil du ihn allein gelassen hast. Was ist denn das für ein beschissener Vater? Aber gut, wir können ja mit ihm reden. Das werden wir jetzt auch tun. Ich dachte, du hast deinen Namen geändert. Ja, klingt alles gut. Nehmen wir alles. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ach. Ich hab nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Ja, vor allem Möwen füttern, dein Sohn ist erwachsen. Und ich glaube, du hast ihm einiges zu erklären. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja, Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterherzujagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater, wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Also bei seinen lustigen Plänen könnte das sogar stimmen. Aber trotzdem, wenn du nicht nach Elysium, dann hättest du zu deinem Sohn zurückgehen können. Sack. Tja. Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist, okay? Hallo? Was ist denn das für ein beschissener Vater? Ah, wirklich, da ist es kein Wunder, dass Rufus so geworden ist, wie er jetzt ist. Schämt sich. Er kennt ihn gar nicht und schämt sich trotzdem für ihn. Also entweder war Rufus als Kind echt schon richtig scheiße. Oder aber der Vater ist einfach richtig, richtig, richtig scheiße. Ich tippe ja auf Letzteres. Vielleicht ein bisschen das Erste. Aber hauptsächlich Letzteres. Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen. Ja, so richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe? Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, bäh.
Ja, und das beweist du mit deinem Verhalten natürlich gerade auch ganz schön. Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Boah, das muss man im Kontext sehen. Also dreimal ja. Aber nicht immer absichtlich. Jetzt können wir ihn tatsächlich erzählen. Organon, Deponia springen oder wir erzählen ihnen von Goal oder dass wir es nach Elysium schaffen werden. Würde ich auch alles drei nehmen, aber wir fangen mal nur so zur Vorsicht mit Goal an. Ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Boo? Nicht Babsi Boo. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Goal. Moment mal. Ist das dein Ernst? Erstaunst du, was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen. Oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay, ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad, muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro, wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war, dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Che Schlumpi. Da gibt es zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann, verstehst du? Okay. Okay, mich beschäftigt gerade die Sache mit den Bienchen, den Blümchen, den Pollen und dem Wabenbau. Also Bienchen und Blümchen, das kennen wir, glaube ich, alle so ein bisschen. Wenn die Bienchen und die Blümchen. Ja, und da sind auch Pollen im Spiel, die vermutlich für etwas anderes stehen. Aber was haben Waben damit zu tun? Man könnte jetzt sagen, ja, das ist der Hausbau, sich ein Heim schaffen. Denkt ihr, dass das so in das Bild passen könnte oder eher was anderes? Ach, Waben bauen. Okay, besser, ich denke jetzt nicht weiter darüber nach. Besser, wir beschäftigen uns hier weiter mit Seagull und... Ich muss ja zugeben, der Tipp war gar nicht so schlecht, dass er... Aber wir sind ja auch schon drauf gekommen, dass wir Goal in dieses Restaurant einladen könnten. Das Schnabeltier ordinär ist? Naja, ich find's mehr eklig und ein bisschen strange. Ich würde kein Schnabeltier essen wollen, allerdings, weil ich Schnabeltiere süß finde. Und ich hätte ein Problem damit, Tierchen, die ich süß finde, zu essen. Also nicht, dass Tiere, die ich esse, nicht süß sind. Schweine sind süß. Und Kühe sind sehr süß. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen desensibilisiert, was ihre Süßheit angeht. Weil wir die einfach schon die ganze Zeit essen. Vielleicht sollten wir einfach aufhören, sie zu essen. Kühe haben sehr schöne Augen. Okay, wir gehen weiter. Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Genau, da waren nämlich noch zwei andere Punkte. Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ausgefressen? Also, dass Deponia gesprengt werden soll, ist nicht direkt meine Schuld. Oder Rufus Schuld, wie der meint, ist es sowieso nicht. Rufus Schuld. Ups. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du denn hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein. Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? So still plötzlich. Ich zähle noch. Ja gut, das ist auch ein Punkt. Aber trotzdem stimmt es, der Organon will Elysium... nicht Elysium sprengen. Deponia sprengen. Deponia natürlich. Ja, und außerdem wollen wir nach Elysium reisen. Und wir werden das auch schaffen.
Bestimmt. Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach, du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Was für ein beschissener Vater. Ganz ehrlich. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Okay, doch, jetzt haben wir ihm alles erzählt. Genau, was macht er hier eigentlich? Ich meine, das Haus sieht schon beeindruckend aus und ich sehe da draußen sogar, also da, sogar so ein Klavier stehen. Und ein Bücherregal, was mich fast schon wundert. Da ist ein Flaschenschiffchen, was auch immer das ist. Und ein Aquarium mit winzig kleinen Fischinis. Okay, Entschuldigung, ich schweife manchmal ab. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach, und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Da war der vermutlich mindestens... Ach Gott, wie alt ist Rufus? Was schätzt ihr, wie alt ist Rufus? Ich habe keine Ahnung, ich bin total schlecht im Schätzen. Jedenfalls war sein Vater jahrelang nicht da. Hat ihn im Stich gelassen, als er noch ein kleines Kind war und kommt damit, muss ich immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgabe... Na, offensichtlich nicht. Er kam ja ganz gut zurecht. Er hatte zwar Toni und Wenzel und ganz Kuwak, aber er hat es immerhin geschafft, sich nicht komplett umzubringen und irgendwie sogar eine Freundin zu finden und... Ja, er hat Dinge erreicht. Irgendwie. Wegen des Dates. Nun druck's nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte müssen von der Karte verschwinden. Und wie du das anstellst, ist mir egal. Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Okay, dann sind wir hier erstmal fertig. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. So, wir könnten ihn angucken erstmal, das haben wir noch nicht. Er hätte nach Elysium gehen können. Stattdessen hockt er hier mit seinem Müllflügel, seinem Müllgarten und seinen Müllbediensteten. Boah, das ist aber immer noch viel mehr als wir haben. Der hat ein großes Fenster, aus dem wir rausgucken können. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Hier, Rufus, sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält der sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Wieso nimmst du dann den Zettel? Wenn du nicht sein Laufbursche bist, wieso nimmst du den dann? Warum frage ich? Irgendeinen Sinn wird's haben. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. Und wir nehmen wieder willig die Memo. Schön. Ich möchte es anfassen. Man guckt am besten mit den Augen, mit den Händen. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Das lernt man in Adventures. Man guckt am besten mit den Händen, denn man patscht alles an. Ein Bücherregal. Das würde ich am Schluss gucken wollen. Denn eventuell bedeutet Bücherregal, dass wir sehr viele Blumen... Unkraut. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen,
Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Ich bin wirklich gespannt, was wir mit seinen Anweisungen machen müssen. Können. Wollen. War hier noch was anderes? Nee, ne? Wir könnten nach Bellevue zurück. War das jetzt die Blumen? Ja, das waren die Blumen. Ja, dann gucken wir uns doch mal die Memos. Ach, das sind drei einzelne. Ich brauche Kohle. Ich brauche Brot. Ich brauche Wasser. Okay, gut. Na dann jetzt auf zum Bücherregal. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Jetzt haben wir 4 von den Dingern. Also jetzt. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Nein. Jetzt hör doch mal auf zu kritzeln. Sag mal, merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichten schreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Nein. Ich brauche den Faden. Hä? Du brauchst Klopapier. Egal. Jetzt haben wir 5. 1, 2, 3. Ich brauche Kerzen. 4. Ich brauche den Faden. 5. Und jetzt patschen wir das Bücherregal an. Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Okay. Ist da so ein Buch? Oh, wir haben's gar nicht. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ist das so ein Buch? Wenn, dann möchte ich es bitte finden. Na komm, da muss doch so ein Buch sein. Ah, da. Yay, was ist das denn für ein Teil? Man kann es nicht untersuchen, oder? Doch, eine Klappe. Flusensieb? Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb? Doch, genau das. Na, wieder rein damit, damit es arbeitet. Da ist ein Staubsauger, ein kleiner Handstaubsauger. Ich habe eigentlich keine Beziehung zu Putzwerkzeugen. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets, die mehr Lärm machen als nötig. Ich fand die immer total unpraktisch. Sie haben nicht das weggesaugt, was sie wegsaugen sollten. Der Akku war ständig leer. Sie sahen hässlich an der Wand aus. Ja. Und dann sind sie Gott sei Dank irgendwann wieder total out gewesen und keiner wollte mehr so ein Ding. Man kann hier zum Ausguck. Das ist etwa da, wo draußen diese rote Unterhose, also rot-weiß gestreifte Unterhose, wedelt. Tatsache. Ja, supi. Da ist ein Rohr und eben eine Windhose. Das hier ist der höchste Punkt der Insel. Und was machen Sie daraus? Sie stellen Ihren schlechten Modegeschmack zur Schau. Kann ich das Ding haben, irgendwie? Ich würde locker rankommen. Aber solange Sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Na gut, dann das Rohr bitte. Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Was? Menschliche Asche? Ich habe eigentlich keine Beziehung. Andererseits mag ich... Ist da vielleicht menschliche Asche drin? Der Flaggomat reagiert nur auf menschliche Asche. Praktisch. Das war wohl ein Nein. Okay.
Wo kriegen wir menschliche Asche her? Und das am besten ohne, dass wir Menschen verbrennen müssen. Tja, gehen wir erstmal wieder raus. Ich glaube, hier drin ist weiter nichts. Ich glaube auch nicht, dass uns Rufus Dad irgendwelche Auskunft über das Ding gibt. Wo könnten wir noch hin? Ah, richtig, wir müssen jetzt ja verhindern, dass... Können wir jetzt das Ei irgendwie... Entschuldigung, so bitte, Rufus. Können wir jetzt das Ei irgendwie nehmen, damit die Schnabeltiere über kurz oder lang, verschwinden? Ich weiß, der aus dem Schnabeltierclub hat irgendwas von wegen, besonders aggressiven... Ich rühre grundsätzlich... Na, dann halt nicht. Von besonders aggressiven Exemplaren gesagt. Das hat damit sicher irgendwas zu tun. Wir brauchen auch noch dringlichst ein wenig Geld und... Oh, natürlich, natürlich, natürlich. Mir fällt was ein. Wir haben doch hier... Seltsames Klopapier, übersät mit kleinen Hubbeln. Kein Wunder, dass... Eigentlich möchte ich gar nicht mehr darüber reden. Jammerwimmert. Hubbel und... brauchen Coupon. Und der Apotheker scheint sowieso nicht der hellste zu sein, wenn er irgendwelche Sachen trinkt, die ihn blind machen. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Die ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Okay. Wir haben also die Gurke der Erkenntnis. Mal gucken, was wir dann mit der anstellen können. Können wir dem eigentlich auch die abgelaufenen Medikamente geben? Ich will diese Medikamente hier reklamieren. Darf ich mal tasten? Stammen die etwa aus meiner Abfalltonne? Hast du etwa die Biohazard-Warnschilder nicht gesehen? Gesehen schon. Abgekriegt? Nein. Dann können wir damit wohl nichts machen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das da unten... Ja, was machen wir jetzt also? Ich muss mal gerade überlegen. Beziehungsweise gucken wir jetzt einfach mal. Ich bin gerade wirklich etwas... Was müssen wir alles noch machen? Wir müssen an Bord des Tauchboots gelangen? Ja. Dafür hätte ich ja gerne diese Sonnenbrille. Schnabeltiergerichte von der Karte entfernen. Dafür müssen wir Mitglied werden, auch das ist uns bewusst. Was fehlt denn noch? Naja, das romantische Date mit Goal. Richtig, wir haben noch den Anmachspruch gelernt. Hey, Puppe und so. Ja, stimmt, wir müssen auch noch zu den Rebellen. Ach, wir haben noch so viel zu tun. Ist es nicht wunderbar? Uns wird definitiv nicht langweilig werden. Ich bin gerade nur etwas überfordert, was wir machen könnten und wo. Tja. Mit dem Zucker können wir den Tang. Wir könnten Golds Bewusstsein wechseln. Ich würde ganz gerne nochmal in die dunkle Gasse gehen. Ja, vielleicht... Bringt es ja was, wenn wir wissen, was sie sind, wer sie sind. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Verdammt. Okay, es bringt also nichts. Das ist sehr schade. Oh, wie machen wir das denn jetzt? Wir müssen noch an die Turnierfinger kommen. Oh, schwierig, schwierig. Ich kann mich gerade auch nicht wirklich entscheiden, worum wir uns zuerst kümmern. Wir könnten Goal mit dem Anmachspruch überraschen, aber ich würde das fast noch nach hinten verschieben. Besonders episch fände ich es ja, wenn wir alle drei Persönlichkeiten so in einem Rutsch für uns gewinnen. Aber ich fürchte fast, das wird uns nicht ganz gelingen. Hier ist, glaube ich, auch weit rein raus. Ach nee, Apotheker nur. Na gut, ich würde sagen, wir kümmern uns nächstes Mal darum, wie wir weitermachen. Und für jetzt beenden wir das Ganze hier und ja, bis zum nächsten Mal habe ich mich dann sicher auch entschieden, um was wir uns zuerst kümmern. Bis dahin sage ich, bye bye, ihr Lieben.